You should have done yourself favor and died while you had chance, Kroshka. Great. Where are you going? If you can move, leave. Trouble never comes alone. Right. Roger that, Rasputin. I'll get right the fuck out. But I didn't. I couldn't. Where was I gonna go? So we came to an understanding. He would put up with me just as long as I pulled my own weight. And that was my shitty start to 6 long months. The Struggle. Die Prüfung. Und damit sind wir zurück bei Resident Evil Revelations 2. Und wir spielen jetzt die erste von 2 Extra Stages, die eigentlich mit zu Teil Episode 4 gehören, aber aus Kostengründen hat Capcom mal wieder die rausgeschnitten, damit sie extra Geld verdienen können. Darum war Episode 4 auch so kurz. It's been about 8 weeks now, since I lost track of Claire. The old man pulled my battered ass out of the wreckage and patched me up. As for the bracelet, mine never changed color. And I never turned into one of those things. Lucky me, right? As soon as I was back on 2 legs, the old guy told me I had to help with hunting. Basically, it was on me to kill my own food. House rules. Can you use gun? More or less? Good. You collect on bullets. You run out, not my problem. Look, I get it. I won't be a burden. Rationen. In dieser Episode brauchen Sie Rationen, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Erjagen? Heißt das nicht erlegen? Na gut. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ist das Spiel Game Over? Egal. Ihre Speicherdaten für diese Mission werden dann gelöscht. Ja, das ist ja mal richtig schön. You go to Sawmill Entrance deep in forest. The big gate. I remember. It's very important you get there by sundown. Otherwise monsters. Falls ihr nicht wisst, in welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen. Es ist der Leichtschwierigkeitsgrad, denn komischerweise gibt es keinen Normalschwierigkeitsgrad. 12 Minuten. Und es gibt nur Überleben. Aber der Überlebensmodus ist so langweilig und nervenaufreibend. Weil, ich will nichts spoilern, aber das hier ist keine eigenständige Kampagne. Es ist mehr so ein Nachreichen, um irgendwie recht zu fertigen, dass man dafür nochmal 5 Euro verlangen darf. Es werden eine Menge Storylücken auf jeden Fall geschlossen. Nicht alle, glaube ich mal. Also ich habe die erste Episode ja noch nicht ganz mal, ich habe es mal angetestet, aber was mir bis jetzt schon da so gesehen hat, hat mir ganz gut gefallen. Oh, hier geht's aber tief runter. Hab ich das mal gar nicht gesehen, Alter. Ja, jetzt müssen wir süße kleine Häschen jagen. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Outfit jetzt. Die Strumpfhose ist richtig zerrissen nach einem halben Jahr. Haben sie mal ein bisschen mitgedacht. Ich finde das geil, sie nennt ihn Barry. Sein auf den, weil ihr Vater auch mal mit ihr meckert. Cool gemacht. So, interessant, dass wir jetzt mit einer Pistole kleine Häschen jagen müssen. Ja, und die Ration brauchen wir jetzt nicht. Wir verhungern jetzt nicht in den 12 Minuten, sondern wir werden... In 12 Minuten müssen wir hier durchkommen. Das heißt, wir haben jetzt so einen kleinen Time-Attack-Modus. Oh, der hinkt ja hier, der arme Kleine. Ja, dann lösen wir ihn mal. Und wenn wir das in 12 Minuten nicht schaffen, ist es halt vorbei.
Und wenn wir es in 12 Minuten nicht schaffen, Rationen aufzufüllen, das ist sowas wie unsere Continues, kann man so sagen, dann, ja, war's das. Fängt es komplett von vorne an. Was ich auch persönlich ziemlich mies finde und gleichzeitig wieder richtig cool, dass die kleinen Häschen, die man jagt, dass die auch in so einem Gebüsch verschwinden können und nicht einfach aus dem Gebüsch wieder rausrennen, sondern die sind dann weg. Sozusagen ab in den Hasenbau gelaufen. Finde ich, haben sie schön mitgedacht. Also ist nicht alles schlecht. Also es artet halt einfach nur in einen umgebauten Time-Attack-Raid-Modus aus. Und im Laufe der Folge werdet ihr auch sehen, was ich damit meine. Boah. Alter. Gut, dass sie so langsam zu... Ich hätte ungern den Hasen mit dem... Ist das ein Hase oder ist das ein Kaninchen? Muss ich mal gucken hier. Kann man immer an den Ohren erkennen. Kurze Ohren ist immer ein Kaninchen, lange Ohren ist immer ein Hase. Voll daneben. Und nochmal daneben. Habt ihr Glück, dass ich nicht zielen kann heute. Ziel war es nicht getroffen. So, kann ich hier... Warte mal. Ah, Mist, gerade verschwunden. Ah, naja. So, und wie ihr seht, unser Begleiter ist diesmal nicht Claire, sondern halt der alte Mann, den wir noch aus Episode 3 kennen. Dessen Tochter Irina sich ja verändert hat, oder besser verwandelt hat, in dieses oberkrasse Riesenregeneratorenvieh. Und... Boah, was ist das denn, Alter? Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich guck das Ding an. Alter. Wo ist es hin? Ist das eine Riesenspinne, Alter? You can eat those insects if you remember to cook through. I think that's a really great idea. I'm not gonna. Aber die sind doch voll mit diesem Virus. Wieso sollte ich die denn essen wollen? Alter. Ich dachte erst, das wäre eine Bärenfalle oder so, Alter. Dass ich in irgendwas reingetreten wäre. Aber doch niemals ist das so ein Riesen. Boah, Alter. Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter. Das ist jetzt auch neu. In Überlebensmodus gab es nicht eine von solchen gigantisch großen Spinnen. Geschweige denn... hier, da sind die kleinen. Geschweige denn in der Kampagne, Alter. Junge, Junge, Junge. Da haben sie mich ja jetzt aber gerade dran bekommen, Alter. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll mit dem Vieh. Oh. Okay, Hammer. Können wir den Schweinehund auch? Nee. Den würde ich auch ungern essen wollen. Ist bestimmt vergammelt oder verrottet. Achso, weißt du, was auch interessant ist? Ich kann Lichter machen, aber dann ist gleichzeitig die Pistole weg. Okay, ja, das ist nicht Barry halt, ne? So, jetzt nur noch 7 Minuten, Mann. Dann müssen wir uns mal hier ein bisschen beeilen. Maybe because you didn't tell me nicely, I should keep moving. Ich muss ein bisschen meine Munition sparen. Gucken, vielleicht haben wir hier drin irgendwie was. Schlange. Ratte! Ah, Mist. Hey, eine Pumpgun. Das ist doch mal ein Demokratieverteiler. Sehr gut. Eine doppelläufige Schrotflinte. So, was haben wir hier? Auf Russisch. Ich kann es nicht glauben, ich habe ihn rausgeschafft. Aha. Okay. Ja, wieder ein paar Story-Elemente wieder erhalten. Aber irgendwie geht es hier nicht raus. Irgendwie geht es hier noch woanders lang. Ja, genau, hier. Und weiter hatte ich auch noch nicht gespielt. Also alles, was jetzt kommt, da bin ich jetzt auch Neuland. Kurz mal einen Schluck gegönnt. Gut, dass sie wieder reingehalten sind. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Aber der alte Mann ist halt ziemlich cool. Vor allem, wir können ihn auch selber steuern und der hat, sieht man ja, der hat 52 Schuss dabei. Und wenn wir Gewehrmunition finden, können wir die auch noch wunderbar für ihn benutzen. So, dann gehen wir erstmal hier lang, was wir hier noch so finden. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh nein.
Wer hat euch denn eingeladen, Jungs, Alter? So, ich hoffe mal nicht, dass die sich jetzt schon in diese Eiterblasen, oh, Eiterblasen verwandeln. Ah ne, doch, warte mal, das habe ich doch schon gespielt. Klar, ich war ja schon im nächsten Abschnitt. Ja. Stimmt ja. Ich wollte ja mal durchtesten, ob sich das überhaupt hier lohnt, dieses Ding als Let's Play zu machen. Ja, kann man machen. So. Wie kommt man da rein? Das sind ja hier keine neuen Abschnitte, sondern hier einfach aus der Kampagne herausgecuttet. Tja. Mal schauen. So, jetzt haben wir aber langsam keine Zeit mehr. Ratte! Mist. So, dann schauen wir mal hier. Ist hier was Interessantes? Nein, jede Menge Munition, aber das ist gut. Munition kann man immer gut gebrauchen. Wie schaut's denn aus bei dem alten Mann hier? Okay, Pistolenmunition haben wir jede Menge dabei, das ist gut. Good girl. We can continue hunt here. Oh, right. Let me just pull up my good girl petticoat, so it doesn't get dirty. When you are gone, I'd forget. Yes, sir. So. Ah, guck mal hier, Herb. Oh, irgendwo sind hier welche. Da drüben sind sie. Okay. Oh, das ist doch hier einer mit so einem Doppelkinn. Die werden doch zu diesen Explosionsviechern. Oder? Und vielleicht haben wir auch Glück. Okay, den haben wir. Zack, ja, ja, haha. Ich find's cool, dass sie jetzt gemacht haben, dass Maura endlich schießen kann. Na gut, sie muss es ja auch. Und zwar hungert sie. Und der alte Mann hat ja den Deal gemacht, sie muss sich ihr Essen selber sorgen, dann darfst du in der Nähe bleiben. Aber der alte Mann trifft ja gar nichts. Wollen wir mal schnell gucken? Hat er immer noch zwei? Nee. Ah, siehst du, wenn der Computer ballert, ist die Munition jetzt auch weg. Okay. Seitdem wir dieses eine Upgrade gekauft haben, ist das nämlich jetzt so. Und ich weiß gar nicht, können wir die Fähigkeiten mal kurz gucken? Ah, also die Fähigkeiten aus der Kampagne werden übernommen. Das ist gut. Das ist sehr gut zu wissen. Oh. Ah, das ist aber schwer zu treffen, das Vieh. Kein Bock extra dafür, jetzt ein Patron auszugeben. Okay. Wow. Na, Dickerchen, was ist? Schlecht gegessen heute? Okay, den haben wir. So, mal gucken, was es hier in der Hütte gibt. Hier ist mal nichts. Gar nicht. Oh, Ratten. Kann man die töten? Ja. Die armen kleinen Ratten. Selber japanisches Sternzeichen Ratte. Das ist, wenn ich meine... Bin trotzdem hochallergisch gegen die Mistviecher, aber trotzdem. Tier halt, ne? Aber Ratte ist Ratte. Ratte sind schlaue Lebewesen. Und von der Gesellschaft einfach nur als... von der Gesellschaft als Bakterien- und Virenübertrager abgestempelt. Was auch stimmt. Aber das liegt einfach daran, dass sie halt allen möglichen Dreck essen müssen und nicht wie in der Natur ganz normal Sachen essen. Und wir kauen das jetzt. Ah, guck mal hier. Können wir das gleich mal kombinieren. Zack, Junge, dann haben wir gleich mal hier 5 Kräuter. Haben wir hier noch? So, wenn wir jetzt noch ein bisschen was finden würden, wäre das schön. Dann könnten wir nämlich... Alles voll haben, aber habe ich nicht, weil ich ein paar Hasen nicht verteilt habe. Ich bin mal gespannt, ob das auf eine Wertung kommt oder nicht. So, jetzt müssen wir uns aber mal beeilen. 1 Minute 30 noch, dann ist der Level Game Over. Nee, warte, das Spiel ist dann Game Over. Wir ja nicht. So... Okay. Ah, Jagd beenden. Okay. Wow, educational. I thought that was it.
I couldn't take another second of getting muscled around by some man who thought he knew better than me. Why don't we find a way off the island, I asked. Yet, he said. No point. You need face reality. His house, his rules. But I wasn't about to give up hope. Not yet. All I kept thinking about was my dad, actually. That night, I had a dream Barry was on his deathbed. He looked really sad. Nobody was with him. Nobody to nag. He had no fire left. When I woke up, I realized I'd been crying. Also, schön, dass sie es gemacht haben. Und ich fand den Gag auch super mit dem Rutschen. Niet, dabei, machst du hier. Super. Aber warum machen sie das nicht mit einer Videosequenz? Oder einfach nur mit Bildern? Schwarzer Bildschirm mit Text und einer Audiodatei. Ich meine, wenn sie schon rauscutten, dann cut auch alles raus. Die hätten auch ein paar Szenen wieder benutzen können. Naja, ich meckere zu viel, glaube ich. Ich bin einfach zu streng mit Capcom. Vielleicht bin ich es auch. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich zu streng bin. Bis hierhin hatte ich gespielt, aber das wurde mir dann zu doof auf Überleben und da habe ich dann gedacht, okay, es reicht. Starten wir die Aufnahme nochmal auf leicht. Nicht wegen Schwierigkeitsgrad, es ist nur einfach so ein Hordenmodus. Mehr ist das hier jetzt nicht. Ihr seht ja auch, das spielt zeitlich weitaus später. Wir sind auch woanders jetzt. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was hier jetzt gleich abgeht. Darum, genießt es einfach irgendwie. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich zu streng bin. Oder ob ich einfach zu verwöhnt in der Hinsicht bin, dass hier endlich mal ein gutes Gameplay an den Start kommt. Und das, vielleicht so wollt ihr das ja auch so. Kann ja sein. Ich will es jedenfalls nicht. Ich will wieder alte Resident Evil Teile. So wie 1, ja sogar noch 4. Resident Evil 1 bis 4, das war ja das letzte, wo der Erfinder von Resident Evil ja noch mitgearbeitet hat. Und bei 5 war er ja nur noch so ein bisschen dabei. Als leitende Kraft. Aber was ich gerade viel geiler fand, ist, dass ich die umhauen kann auf leicht. Ist ja geil. Ja, siehst du, wir spielen mal den alten. Ja, da ist so viel Kugeln. Wo? Wo seid ihr? 10 Stück da, okay. Okay, erwischt. Oh, hier der Blob. Aha, guck mal, vielleicht kannst du dir richtig gleich gehen. Guck mal, wo vor allen Dingen. Achso, die fallen da oben raus. Okay, mit dem alten geht's ja ganz einfach, komischerweise. Na, der hat ja auch noch 45 Schuss. Bin ich mal gespannt. Ein Schuss, ein Treffer. Einzig Schwere an der Situation ist jetzt das Thema, dass der nicht so aus Third Person schießen kann, sondern immer nur Außenvisier. Verzeiht bitte mal, dass ich mittendrin im Satz mal aufhöre, aber ey. Meine Allergie ist noch weiter und ich muss immer noch dieses, ich habe immer noch den Reizhusten. Wow, Glück gehabt. Oh, niesen. Das war belebend, der Nieser. Boah. Muss auch gestehen, Nase und Augen gehen gerade ein bisschen zu und kribbelt. Und das um die Uhrzeit, wenn ich hier aufnehme. Okay, so. Ah, Glück. Konnte ich noch mitnehmen. Genau, das hier ist nämlich auch sowas. Das Spiel beamt einen einfach weg. Korrekt.
So, jetzt haben wir mal alles voll hier. Mal gucken, ob es da irgendwie einen Bonus gibt oder so. So, die Maus haben wir. Da hinten kommen wir anscheinend nicht mehr hin. Das ist jetzt zu spät dafür. Ich glaube nicht, dass wir da zurückkommen. So, wir haben nur 5 Minuten. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Wir können stratzen, will ich aber nicht. Boah, der hält aber aus hier. So, haben wir. Ruhe hier auf den billigen Plätzen, mein Alter. Ich mache hier Stress, du nicht. Okay, so. Ja, genau, wir müssen rückwärts laufen. Okay. So, hier müsste jetzt der nächste Wellenmodus anfangen. Ach nee, hier war das. Genau, hier waren wir oben. Schlimm ist, es geht erst weiter, wenn wir die alle weghauen. Ich bin auch hier wieder der 1A-Sniper, der es überhaupt nicht drauf hat. Worst Gamer ever. Ich muss hier snipern. So. Okay, der steht auf. Okay, den nehmen wir hier noch mit. Wow. Hast du? Hast du, okay. Okay, so, so, so. Da sind jetzt noch die Dinger. So, dann müsste gleich der Hordenmodus anfangen. Ich renne nochmal schnell zurück. So, dann schnappe ich mir da oben die Dinger. Der hier kann ruhig mal aufstehen, das ist kein Ding. So. Die brauche ich jetzt nämlich alle. Und noch viel, viel mehr. Ich habe so eine Ahnung. Alter, eine Schlange. Ah, cool, die kannst du auffangen. Was ist das denn hier? Okay. Ah, guck mal, ein Gewehr. Kann er nicht aufheben, warum nicht? Ah, ist alles voll. Nee, doch, gar nicht. Ist gar nicht voll. Was ist das hier? Ach so, das ist... Okay, das kann ich aufheben. So. Wow. Okay. So, wie kommen wir hier runter? Okay, das übergeben wir noch. Übergeben wir. Übergeben wir. Das hier Pistole übergeben wir auch. Nee, oder halt noch. So, übergeben wir. Gewehr, Gewehr. Hat sie hier noch Gewehr? Nee. So, was müssen wir machen? Wie komme ich runter? Muss ich hier was drücken? Köder. Was muss ich machen? Hier muss es doch hier runtergehen. Müssen wir einen Countdown ablaufen lassen, aber ich glaube nicht, dass wir einen Countdown ablaufen lassen müssen. Hier kommen wir nicht runter. Scheiße. Was müssen wir machen? Kann ich hier runter? Nee. Ah. Vielleicht das Gewehr. Vielleicht muss ich das Gewehr tauschen. So. Ah, okay. Da ist was getriggert. Okay. Okay. Also muss ich doch das Gewehr aufheben. So, und was jetzt? Schalten sie alle Gegner aus. Und wo kommen sie? Countdown hat aufgehört, komischerweise. Da. Okay. Was jetzt? Alle Gegner verschwinden. Oh nein! Achso, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, jetzt kommen schon wieder diese platzenden Eiterbeulen. Die laufenden. Erwisch, du! Okay, den haben wir. Oh. Okay, wir wurden einfach mal gebeamt. Du Scheiße, von beiden Seiten. Okay, der kriegt auch mal ein Kraut. Ach, guck mal, was hier alles rumliegt, Alter. Okay, nehmen wir gleich mal alles mit. Können wir später austauschen. 30 Gegner! Alter!
Oh nein, 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 nein. Hier, Köder, kannst du haben. Oh, eine Eiterbeule. Die geht, der geht hin. Okay. Oh Mann. Okay, dann komm ich. Oh scheiße, ich kann heute auch wieder nicht treffen, Alter. Ah, guck mal, Headshots geht doch bei den Viechern. Ich dachte, geht nicht, weil die diesen Eisenhelm aufhaben. Okay, wir sind auch ein bisschen OP, aber ich muss sagen, auf Überlebensmodus hatten wir auch so viele Munition. Für das Scharfschützengewehr. Zack. Zack. Das ist ganz gut. Momentan klappt es ganz gut. Aber noch kein Headshot. Wow. Wir müssen mal kurz wechseln hier. Wow. Nein, da ist so ein Typ mit Dinges, Alter. Ach, ich muss ihn in die Brust treffen. Das war das. So. Alter, der muss weg, der Dicke. Der Dicke muss weg. Haben wir? Nee. Okay, den haben wir. 16 Leute noch. Boah. So, du hörst hier mal auf, mit meiner Pumpgun zu schießen, Keule. War das mal mit der Pistole hier. So. Ich würde mal sagen, wir kämpfen uns mal ein bisschen durch. Hinten gibt es auch noch Munition. Habe ich gesehen. So. 16 Leute noch.